Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emu Tarkov. Wir starten als PMC erneut auf Factory durch, denn ich will jetzt wieder ein bisschen XP farmen. Und ja, ihr habt es ja schon gesehen, wir sind mit unserer geilen MP5 wieder unterwegs. Wir haben den Pilgrim-Rucksack von der letzten Folge im Gepäck. Und ja, das Ding habe ich versichert, den Rucksack auch mal und die Magazine halt. Und ja, da versuchen wir natürlich jetzt erstmal hier ein bisschen was wegzuklatschen. Deswegen gehen wir auch direkt in das Areal, wo die Action wartet. Erstmal hier rein. Und looten, 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 looten. Boah, hier brauche ich, glaube ich, ehrlich gesagt inzwischen nicht mehr, aber wir nehmen sie halt trotzdem mal mit, was man hat. Atman. Ah, guck mal. Den Safe habe ich immer übersehen. Den Löwen können wir auf jeden Fall für eine Quest gebrauchen. Schade, dass ich den Computer nicht looten kann. Ich dachte gerade eben, das wäre noch Loot. So, weiter geht's. Diary. Nehmen wir erstmal mit. Nicht mit. Gucken, dass wir vielleicht, den weiß ich, habe ich, dass wir vielleicht 3 oder 4 Leute snacken. Das brauche ich. Sparkplug war das, ne? Oh ja, Mann, Alter, das brauche ich auf jeden Fall. Es wäre eigentlich schon fast wieder ein Grund rauszugehen. Aber nur fast. Aber vielleicht gibt das Spiel mir gleich einen weiteren Grund. Boom, Toon, 20. Weiß ich nicht. Gut, eigentlich wollte ich das machen. Warum macht der dann automatisch das andere auch mit aus?
Oder sollen wir rausgehen? Wartet mal ganz kurz, wofür brauche ich das Sparkplug? Sparkplug da für den Generator. Ja, kommt Leute, wir gehen raus und machen dann noch einen Scaffrun oder so. Als Zusatz für die Folge. Dann lassen wir es auf. Wobei, wir können im Prinzip den kurz ausräumen, den Typen. Und dann vielleicht auch wieder reinhopsen eigentlich. Aber eigentlich müsste unser Scaff auch ready sein. Run through Earth. Soll ich ja machen, ne? You have completed this raid too early. You have failed to gain enough experience. Therefore you have received the run through exit status. Ja, mein Gott. Und jetzt soll ich weinen, oder was? Ah, ne, dann machen wir eben den Generator. Dann nehme ich euch kurz mit. So, Character. Ja, der ist gleich sowieso auch wieder hochgeheilt. So, das. Dann müssen wir ganz fix checken. Hier 220. Okay, hatten wir auch schon. Das verkaufen wir alles. Und das ist halt fürs Hideout. So, ne, warte mal, das ist Armor. Na, da kriege ich leider den Löwenkopf nicht rein. Scheiße! Ach, den 3 Slots weg, ne? God damn! Löwe, was mache ich mit dir? Ah, pass auf, ich pack dich da hin. So, und dann gehen wir ganz kurz ins Hideout. Dann zeige ich euch das auch. Ansonsten hat sich in unserem Hideout nicht viel getan. Wir haben halt nur einmal das Heating angeschaltet. Oder ermöglicht. Ja. Das Coole, das habe ich auch rausgefunden. Ihr seht ja hier sowas, ist beispielsweise rot. Das liegt nicht daran, also auch weil er gelockt ist, aber weil das halt Ding ready to construct ist, ist das halt auch grün. So, wir haben hier den Rest Space inzwischen mal gemacht. Brauchen auch noch ein bisschen Schüssel für das nächste Level und halt diese Voraussetzungen. Das war das Wort, was ich gesucht habe. So, aber kümmert uns jetzt nicht, wir wollen den Generator kurz machen. Sparkplug haben wir, das haben wir auch. Ups. Dann können wir nämlich auch endlich den Scheiß hier auch mal loswerden. So, a simple fuel generator that can provide basic shelter equipment, the heart of your refugee. Fuel is needed to maintain the needs of the entire power grid. Brauche ich doch jetzt gerade nicht, oder? So, hierfür brauchen wir wieder Krimskrams. Ja, Security. Genau, dafür brauchen wir das Dingens. 100 Milliliter? Ach komm, Alter. Ja, dafür fehlt uns leider noch der Motor. Aber das kriegen wir auch noch hin. Wartet mal ganz kurz. Er nimmt doch einfach die 400 Milliliter. Was ist denn mit dir? Ich den Scheiß auch verkaufen. Ja, warte mal, hier ist ja Platz frei geworden. Den müssen wir natürlich wieder den Krimskrams da voll machen. Weil ich halt nicht weiß, ob der das nur nimmt, wenn es benutzt wird, oder ob der es halt Standard nimmt. Ja,
Guck mal kurz, dass wir den Bums verkaufen. Bei dem habe ich schon genug gespendet. Dem muss ich noch ein bisschen. Aber den kann ich auch bald leveln. Dem will ich das nicht geben. Die nimmt ja immer sehr gerne die Schlüssel. Der hier kriegt erst irgendwann beim nächsten Patchen Rank ab. Ach so, lol. Sonst kauft das keiner? Du auch nicht? Ah, guck doch, er nimmt beispielsweise mir schon mal dankend das Spray ab. Der nimmt das nicht. Der nimmt das aber. Dann gebe ich es dem halt. Guck mal, wie viel der bronzene Löwe wert ist. Aber den brauchen wir halt für eine Quest. 162.000. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als genug Money hier. Das Ding kann ich mir ertraden. Das kann ich mir auch ertraden. Und den will ich halt, weil wenn ich den habe und dieses Kackspray, ich muss mal eben dabei schreiben, dass es 100 Milliliter sind und nicht 400. Sonst loot ich den Scheiß nämlich schon wieder. Und das will ich halt auch haben. Dafür brauche ich halt aber eine HDD. Ja, und die brauche ich halt immer noch. So, lass uns als Scav rein. Als Scav gehen wir dann auch wieder, gehen wir auf Shoreline. Oder machen wir wieder da Action? Ne, wir gehen auf Shoreline. Tor, Leute. Ich erspare euch jetzt die Ladezeit. Kurzer Cut und dann geht's gleich Teil 2. Bis gleich. Was geht, Leute? Da bin ich wieder. Und wir starten jetzt schon angekündigt oder wie angekündigt als Scav auf Shoreline durch. Wie ihr seht schon, wir haben leider einen Billo-Helm, aber immerhin haben wir darauf noch ein Dingens, einen Sichtschutz bzw. eine Face Mask. Scav-Feste, leider kein Rucksack, das heißt, so viel Loot können wir nicht mitnehmen, aber immerhin eine schöne AK. Und die hat sogar ein Dingens vorne dran, ein Rail. Das heißt, da kann man auch einen Scope dran klatschen. Das heißt, die ist auf jeden Fall nicht billig und zum Glück haben wir diesmal auch eine Schulterstütze. Das heißt, ein bisschen mehr Recoil-Kontrolle ist auf jeden Fall gegeben. Und ich glaube sogar ein bisschen Ergonomie. Aber ich bin mir nicht 100%ig sicher. Macht nichts. So, wir machen jetzt hier so einen Fast Run. Ganz schnell auf Full Auto stellen. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir gespawnt sind. Warte mal, da vorne ist Road to Customs, oder? Naja, da geht's auf jeden Fall Richtung Road to Customs. Wie konnte man nochmal die Maske da wegmachen? Turn off. Steht aber nicht bei, wie man... Naja. Oh Gott, wie ging das nochmal? Ne, mit Z war das nicht. T? Mit B? Nee, ja, ganz schlau. N war ja Night Vision. Ah, N kannst du auch das Ding abnehmen. Okay, ich will es aber wieder drauf haben. Weil wenn man die Scheiße schon hat, dann soll man sie auch gefälligst nutzen. Da ist ein Rail. Warte mal, das Rail... Ja, ja, da geht's Richtung Road to Customs. Okay, wir laufen jetzt querfeld ein. Wir sind ja als Scav ein bisschen geschützt. Und wir hangeln uns... Wobei, ich wollte ja zum Strand, ne? Ja, wir hangeln uns trotzdem erstmal an den Ding da entlang. Beziehungsweise können eigentlich so in die Richtung gehen. Dann kommen wir nämlich gleich zum Radio Tower und auch zur Weather Station. Da sehen wir so schon die Wetterstation. Zum Glück sind wir Scav, das heißt... Eigentlich sollten die Dudes cool mit uns sein. Außer die haben irgendwie Bock auf random Feuer. Das muss ich ein bisschen beeilen, Alter. Die Deutschen spielen jetzt in einer Viertelstunde. Ihr Gruppenspiel gegen Frankreich. Könnt ihr mal als Hinweis darauf nehmen, wann ich den ganzen Bums hier gerade aufnehme.
kann es euch auch verraten. 15. Juni. Und da geht auf jeden Fall schon gute Action ab. Soll uns jetzt aber nicht groß stören. Wir wollen ja einfach nur zur Weather Station. Das Duffelbag hier mal durchstöbern. Das brauchen wir fürs Hideout. Ah, das können wir vielleicht auch gebrauchen. Das Krasse ist, wir haben halt keinen Slot, um Magazin wechseln zu können. Das heißt, jedes Ding, was ich nachlade, bedeutet auch automatisch, das andere Magazin ist dann weg. Ah, nicht schlimm. Komm, gib mir eine HDD, die ich sowieso nicht nehmen kann. DVD-Laufwerk und RAM. Da ist sowieso nur Kohle drin. Und da ist sogar ein Diary drin. Ein Teepot, mit dem ich nichts anfangen kann, weil ich nichts dabei habe, um das Teil zu schleppen. Ach, du verarscht mich doch, Alter. Okay, den will ich haben. Pass auf, das schmeißen wir weg. Schön der Reihe nach, Kollege. Powerbank. Können wir leider nicht mitnehmen. Am coolsten wäre, wenn wir noch einen scheiß Rucksack finden. Weil ansonsten kann ich auch gleich schon anfangen zu extracten, weil ich kann halt nichts mitnehmen. Dann... gleich wirklich einfach extract, ne? Oder wie gesagt, wir finden halt irgendjemanden, der tot ist und uns seinen Rucksack spendiert. Ja, den könnte ich auch gebrauchen. Auch alles fürs Hideout. Sehr gut, aber... warum habe ich diesmal keinen schönen großen Rucksack bekommen im Spiel? Nikita, mach was dagegen. Okay. Hier haben wir alles gelootet. Kommen wir eigentlich raus? Road to Customs. Svetili Dead End. Ach, da. Ja, dann würde ich eigentlich lieber zu Road to Customs gehen, bin ich ehrlich. Warte mal, hier ist die Weather Station. Ey, wir haben halt drei, ein Quest-Item, zwei Sachen für unseren Hideout, ne? Ja, kommt, Leute, wir gehen zum Ausgang. Wir gehen zum Ausgang. Und zwar ziemlich schnell. Einfach weg von hier.
Nehmen wir auch wieder ein bisschen Money, weil wir die AK nämlich verkaufen werden. Und diesen ultra krassen, mega geschützten Scheißhelm, den werden wir auch los. Ja, ist sowieso besser, weil das Spiel ja jetzt gleich auch losgeht. Also hätte ich sowieso nicht mehr so viel Kim-Scrams machen können. So, dann lass uns mal hier langstiefeln und dann müssen wir ja rechts rum, wie wir wissen. Deswegen können wir eigentlich auch schon so laufen. Ich hatte vorhin so ein bisschen Bammel gehabt, dadurch, dass ja da die diese Schienen sind. Dachte ich so, oh fuck, nicht, dass ich in ein scheiß Gebiet komme, wo dann gleich Minen sind, aber es macht ja keinen Sinn. Wenn da Minen sind, dann stehen da ja Schilder. Und die haben sie ja auch dann prominent verteilt. Ich muss halt dann nur darauf achten, dass ich Dulli auch hinschaue, ob da ein Schild steht, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass mich meine Orientierung gerade zu krass im Stich lässt und dass da halt wirklich gerade Road to Customs ist. Und das sieht gut aus. Haben wir den noch geholt? Ich hatte kurz überlegt. Aber dann dachte ich mir so, dann hätte ich halt einen Rucksack gehabt, so, aber ich hätte halt trotzdem keine Zeit mehr. Und ich hatte dann sogar ursprünglich überlegt, ob ich den scheiß Tresor looten gehe, aber dann dachte ich mir, ach, nicht den Tresor. Die Weaponbox, die da liegt. Ne, wir haben ihn nicht gekriegt. Scheiß auch ehrlich gesagt drauf. Quest-Item. Ja. Lightbulb, Defuel und den ganzen anderen Kram, den verchecken wir dann. So, nämlich das, die Weste, das nicht unbedingt. Das behalten wir mal schön. Die Axt ist, glaube ich, auch wertvoll, wenn ich mich nicht irre. Kann ich die folden? Nee, kann ich leider nicht folden. Aber nicht schlimm, packen wir den einfach hier hin. Bumsi Bums, obwohl wir können auch so machen. Dann haben wir das auch. Helm können wir auch noch verchecken. Maske können wir auch noch verchecken. Zack, zack, zack. So Leute, dann werde ich an der Stelle die Folge beenden. Wir könnten natürlich nochmal kurz drüber schauen, ob wir... obwohl ist eigentlich egal, ne? Ja, ja, komm, ist egal. Sonst hätte ich euch noch den Verkauf gezeigt, aber da war jetzt, glaube ich, nichts bei, wo ich sagen würde, uff, da kann man jetzt so krass viel Geld rausholen. Gut, also, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.